Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben heute einen richtig, richtig spannenden Test vor. Eine sehr, sehr liebe Followerin von mir hat mir ein Produkt geschenkt, das ich schon länger im Blick hatte, aber mir noch nicht gekauft habe, um es zu testen, weil ich dachte, keine Ahnung, was mein Geräusch gerade bedeutet. Ich weiß auch nicht. Wir machen kurz das Intro, dann zeige ich euch das Produkt und ich glaube, es wird einige von euch interessieren. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Diggis. Mich haben viele Follower gefragt, ob ich es mal testen kann. Meine Zuschauerin ist mir zuvor gekommen. Sie hat gesagt, hier, Bro, ich habe dir das gekauft hier. So, hat mir das geschenkt, damit ich es testen kann. Super, super cool, weil sie nutzt es nicht. Und ja, deswegen dachte ich mir, das ist doch super. Für die, die nicht wissen, worum es geht, mit dem Personal Foundation Kit von La Manufacture, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ermittelst du deinen individuellen Hautton und kreierst eine perfekt auf dich abgestimmte Foundation. Einfach die App herunterladen, die Skincam auf der Kamera deines Handys anbringen und den Hautton messen. Die patentierte Skincam ermittelt deine persönliche Rezeptur, um dein Make-up mit den 5 Basisfarben im Tiegel anzumischen. Im Handumdrehen verschmelzen die Nuancen zu einer natürlichen Foundation, die genau auf deine Farbe abgestimmt ist. Boom! Das Ganze klingt natürlich super interessant. Das Ganze hier kostet auch 59 Euro. Es ist vegan, tierversuchsfrei und das Kit besteht aus 5 Base Shades, einer Messspritze, einem Spatel zum Mischen, einem ökologischen Glastiegel und der zum Patent angemeldeten Skincam zum Messen des Hauttons. Ich habe es mir extra nochmal aufgeschrieben, damit wir hier nichts Falsches sagen und bin sehr aufgeregt, ob sie meinen passenden Ton findet, weil der ist manchmal ein bisschen kritisch. Aber komm, lass uns erstmal das Paketchen auspacken. Hier habt ihr nochmal so eine kleine Anleitung, den QR-Code scannen, dann die Skincam mit dem Handy verbinden und den Hautton messen, eine Rezeptur erhalten und dann die Foundation mischen. Okay. So sieht das Paket von außen aus. Dann öffnest du das. Hast hier noch einen kleinen Zettel. Wir glauben nicht an One Size Fits All. Schönheit ist einzigartig. Du bist unverwechselbar. Bla 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 bla. Hier sehen wir jetzt die einzelnen Produkte, die man braucht zum Abmessen. Also ich bin super gespannt. Hier steht auch, hier sehen wir einmal die einzelnen Produkte. Ich bin sehr, sehr gespannt. Long Lasting. Mal sehen, ob es wirklich so ist. Dann lass uns jetzt mal Chemiker spielen. So, wir scannen jetzt mal den QR-Code. Ich bin also mit dieser ganzen QR-Code-Sache, ne, bin ich ganz ehrlich zu euch, ich bin da altmodisch. Auch wenn ich Pakete irgendwie wegschicken muss oder so. Ich bin so ein Oldschool-Mensch. Da drucke ich dann lieber was aus und mache das dann so. Aber ich weiß, dass das ganz krass ein Trend ist. Also wenn ich einen eigenen... Oh, piep. Ah, okay. Es wird richtig spannend. Los geht's. Okay, so bist du richtig. Hier ist nochmal ein Tutorial. Das könnt ihr da abchecken. Wow, das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Chillt mal. Hä? Okay, warte. Okay, ich bin, glaube ich, auch da. Nee, so. Okay. 4 Fotos soll man machen. Lass uns mal schauen. Mit Blitz an. Und man soll sie am Hals machen. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man testet tatsächlich auch Foundations oft am Hals. Also auch in der Drogerie, wenn ich jetzt eine neue kaufe, teste ich sie immer am Hals, anstatt am Gesicht oder Handrücken oder so. Ah, guck mal, so sieht das jetzt aus. Jetzt wird's spannend. Meine Rezeptur wurde berechnet. Zu Anfang empfehlen wir dir, eine Testmenge zu mischen für circa 10 Anwendungen. Okay. Ja, Mann, ich habe mir auch von anderen angeguckt, wie die das machen. Und die haben nicht so komplizierte Foundations gehabt. Aber okay, hier haben wir einmal den Tiegel. So, Nummer 1. Wie öffne ich das? Okay. Alles hier vorsichtig. Davon brauchen wir 1,1. Du hast ja halt diese Spritze mit diesen Zahlen und dementsprechend füllst du es selber auf. Okay. So rum wahrscheinlich. Ja, moin. Es gibt Menschen, die machen richtig krasse Medikamente. Ich krieg's nicht in Make-up zu mischen. 1,1. Keine Fehler hier. Wir wollen, weil das soll ja nicht an mir scheitern. Nee, das ist 1,2. Wir wollen 1,1. Okay. Ich fühle mich gerade richtig. Ja, ich bin der Chemiker. Ich entscheide, was hier läuft. Ja, natürlich soll die Spritze jetzt nicht krass viele Reste enthalten. Deswegen da nochmal ein bisschen rumputzen. Der Hund bellt. Ich glaube, der Postbote kommt. Alles klar. Wieso wird mein Chemieunterricht gestört? Moment. Wir nehmen jetzt die zurechtgemischte Foundation. Digga, merkt ihr? Ich bin voll auf so einem Pinky und Brain Trip. Der Pinky und der Brain.
Ich fühle mich gerade richtig heftig, weil ich hier irgendwas zusammenmixe, Bro. So, wir nehmen jetzt was davon auf meinen Handrücken, so wie ich immer mit Foundations arbeite. Sehr interessant, aber sie sieht krass in meine Richtung aus. Also mein absolut perfekter Ton ist von MAC NC35 und das hier sieht sehr, sehr krass aus. Es ist eine sehr flüssige Foundation. Sie wirkt etwas roséstichig, weil mein Ton ist ja schon recht fahl. Sie ist sehr leicht. Also ich behandle sie halt wirklich jetzt so wie jede Foundation, die ich halt nutze, ne? Aber Bro, sie passt. Also da kann man jetzt nichts gegen sagen. Krass, okay. Ich trage sie jetzt erstmal komplett auf meinem Gesicht auf. Perfekt wäre natürlich, wenn du dann genau diese Mischung dort anfordern könntest, wenn sie jetzt auch wirklich lange und gut hält und dann so abfüllen lassen könntest, ne? Das wäre natürlich cool. Bro, also sie sieht richtig gut aus. Sehr leicht, kann man bestimmt schön aufbauen. Aber wow, also krass. Ich hätte jetzt, wenn ich nur vom Tiegel hier ausgegangen wäre, gesagt, okay, es sieht sehr dunkel aus. Und dann so vom ersten Blick, es sieht sehr in meine Richtung aus, aber etwas roséstichig. Aber wenn ich so gucke, also ich arbeite sie jetzt mal mit dem Beauty Blender ein und dann gucken wir uns das nochmal genauer an. Aber bisher heftig. Ah, Digis, also ich habe jetzt nochmal geguckt. Also im Tageslicht, ich habe schon krassen Make-up-Rand. Also ich habe mir ganz, ganz viele Mühe gegeben, das wirklich ordentlich hier zu mischen. Und habe halt auch bei anderen YouTubern nochmal geguckt, wie sie das machen. So auch mit der Spritze und mit allem. Aber ich habe schon krassen Make-up-Rand. Also doch, da gerade hier, seht ihr das? Also ich war mir erst nicht sicher. Ich denke, oh, vielleicht sehe ich es falsch, aber es ist schon deutlich. Ja, Digis, was soll ich dazu sagen? Das ist jetzt gerade ein bisschen kritisch. Wir werden das so machen. Ich werde mich jetzt einmal komplett abschminken und das Video hier morgen neu drehen. Ich werde die Sachen hier nochmal komplett putzen und waschen. Und morgen beim Dreh werde ich euch nochmal ganz genau zeigen, dass ich bei jedem Ding, also dass ich die richtige Menge drin habe. Und ich werde auch nochmal gucken, dass ich nach jeder Farbe das hier wasche, damit man wirklich sagt, okay, das hat nichts mit mir zu tun oder mit meiner Inkompetenz. Weil, Bro, gerade bei, ne, ihr wisst, egal wie locker und lässig ich rede, ich teste Sachen genau und sag dort meine ehrliche Meinung und meine Erfahrung. Und da ist es wichtig, dass ich alles richtig mache. Ich bin der Meinung, ich habe hier alles richtig gemacht. Aber komm, wir geben dem Ganzen eine zweite Chance. Ja, wir wiederholen den Test morgen. Jetzt schminke ich mich erstmal ab und ärgere mich ein bisschen. Aber kein Problem, wir regeln das. Bis morgen. Hier nochmal zur Verdeutlichung. Ja, mein Doppelkinn aus der Nähe, aber vor allem auch der krasse Make-up-Rand. Und Bro, ich habe hier schon so ein bisschen rumkaschiert mit dem Beauty Blender, aber das kannst du halt nicht kaschieren, damit ihr nur noch mal seht, was ich hier gerade meine mit krassem Make-up-Rand. Aber kein Problem, wir geben dem ganzen Morgen eine neue Chance. Scheiß auf nächsten Tag, Digis, ich bin zu neugierig und ich möchte das hier jetzt zu Ende bringen. Deswegen habe ich jetzt mich abgeschminkt, neue Pflege drauf und alles und wir fangen von vorne an. Ich habe auch versucht, das Ding zu putzen, also die Spritze und den Tiegel habe ich sehr gut sauber bekommen. Bei der Spritze hingegen war es eher schwierig, weil es ist natürlich sehr pigmentiert, es wirkte auch ölhaltig. Ich habe es halt nicht perfekt sauber bekommen. Also auch mit Wasser rein, raus und so. Ich werde jetzt nach jeder Farbe, die ich rein tue, machen, aber man kriegt es halt nicht perfekt sauber. Ja, ich habe mir jetzt auch nochmal andere YouTube-Videos angeguckt, die haben es auch nicht perfekt sauber bekommen, aber wir probieren es jetzt einfach ein zweites Mal. So, 4 Fotos und jetzt kriegen wir die Rezeptur. Sie sieht wieder sehr dunkel aus. Also ich hoffe jetzt wirklich, dass es klappt, weil sonst würde ich mich sehr ärgern. Hier seht ihr einmal die Werte. Ich mache jetzt auch keine Faxen. Chemiker hin und her. Nein, wir konzentrieren uns jetzt. Und es sollen auch keine Bläschen sein, deswegen drücke ich es einmal raus. So, von der ersten Rezeptur, von der Farbe 1, brauchen wir 2 Millimeter. Milliliter, nicht Meter. Ganz genau. Hier seht ihr es. Ich habe hier 2. Wir wollen hier keine Fehler machen. Es sind jetzt auch ein bisschen andere Werte als vorher. Aber ist ja gut, ist ja interessant. Hier seht ihr, da habe ich so ein Glas Wasser. Und da nehme ich die Spritze und ziehe halt immer so Wasser rein und drücke es so raus. Aber es ist halt schon schwierig, das richtig sauber zu machen. Weil vielleicht könnt ihr das hier sehen. Es ist halt, ne, ein gutes Pigment. So, und das nur mit Wasser zu entfernen, ist ein bisschen schwierig. Aber ich gebe immer mein Bestes in diesen sauber Zwischenschritten. Ich zeige euch jetzt nicht jeden sauber Zwischenschritt, aber das
dass ihr wisst, was ich immer mache zwischen zwei Farben. So, jetzt nehme ich die Farbe 2 und da nehme ich 0,9 Milliliter. 0,9 seht ihr vielleicht hier, habe ich jetzt auch in der richtigen Menge. Sehr interessant, jetzt brauche ich nur noch die Farbe 4, also nicht wie vorhin gefühlt alles, sondern dieses Mal nur 3 Töne und bei der Farbe 4 brauche ich nur 0,1. Vielleicht könnt ihr es hier gut erkennen, 0,1. Ich nehme wieder den Primer, wieder nur für eine Seite, um halt zu gucken, was geht, weil ich finde, mindestens genauso wichtig, wie dass die Farbe perfekt passt für Hautton, ist halt auch, wie lange sie hält. Und nicht, oh, der erste Eindruck ist super hübsch, sondern wie hält sie über viele Stunden. Das teste ich auch bei meinen anderen Videos, in denen ich Lidschattenpaletten und so teste. Ich finde, das ist immer ein Faktor, der sehr wichtig ist. Jetzt mische ich das Ganze nochmal schön ordentlich. Na, ich will nicht voreingenommen sein, aber es sieht wieder sehr dunkel aus. Aha, so sieht die Foundation aus. Ja, es ist wieder ähnlich in meine Richtung, aber ähnlich heißt halt nicht, dass es genau passt. Weißt du, wie ich meine? Okay, es sieht dieses Mal sehr hell aus. Ah, sie trocknet halt auch schnell an, habe ich vorhin gemerkt. Also sie ist schon gut flüssig, aber sehr, sehr stark pigmentiert und hat halt diesen matten Effekt. Aber man muss schon ein bisschen schneller damit arbeiten, habe ich das Gefühl, weil sie sehr schnell antrocknet. Okay, ich werde sie jetzt mal mit dem Beauty Blender einarbeiten, so wie ich halt immer mit Foundations arbeite. Also hier seht ihr das auch nochmal. Ich hatte mir 2 YouTube-Videos angeguckt, einmal von Ellie und einmal von Maxim. Ellie, meine ich, sagte, dass das eher so eine mittlere Deckkraft ist. Maxim sagte, es ist für ihn doch eher Full Coverage. Also ich finde auch, dass es eher so Full Coverage ist, weil, ja, die ist schon doll pigmentiert. Ja, mal sehen, wie das hier gleich aussieht, wenn alles eingearbeitet ist. Also, ich habe jetzt nochmal mit meinem Partner gesprochen. Ich habe mir das Ganze nochmal im Tageslicht angeguckt, draußen angeguckt mit einem Spiegel, in verschiedenen Lichtarten, weil ich habe hier das professionelle Licht. Und ich finde, ich weiß auch nicht, wie weit man es leider in der Kamera sieht, dass das nicht krass mein Hautton ist. Es ähnelt dem Ganzen schon sehr. So. Das ist so, als ob ich in der Drogerie eine Foundation kaufe, die meinem Hautton sehr ähnlich ist, weil du hast in der Drogerie nicht so viel Auswahl wie jetzt zum Beispiel bei MAC oder in einem hochwertigeren Laden. Aber ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, okay, dafür gebe ich so viel Geld aus. Dann gehe ich halt in die Drogerie-Swatch hier rum und probiere es dann so nochmal, weißt du. Ich werde jetzt mein Make-up fertig schminken und weiter schminken und dann halt schauen, wie sich das Ganze im Laufe des Tages macht und ergibt. Ja, ich, also jetzt gerade fühle ich nicht so krass, muss ich sagen. Also setze ich teilweise ab. Also ich werde mich jetzt erstmal fertig schminken. Ich werde hier Concealer benutzen, dass ihr euch nicht wundert. Und dann so ein bisschen Bronzer, ein bisschen tiefer, einfach ein bisschen Mascara. Aber ihr seht das gleich nochmal. Und dann schauen wir mal, was hier so geht. Guck mal, Digis, was mir auch auffällt, dass es für mich ziemlich schwer ist, auf dieser Foundation zu arbeiten. Also ich habe jetzt zum Beispiel Concealer genommen. Ich weiß nicht, seht ihr diesen Rand hier? Diesen Rand? Ich hole euch mal näher dran. Seht ihr diese ganzen Flecken hier? So, dann hier diesen Rand. Hier. Und ich tupfe hier die ganze Zeit rum und arbeite es ein. Aber es ist irgendwie schwer, auf dieser Base zu arbeiten. Also wie gesagt, sie trocknet halt sehr, sehr schnell. Und da ist es echt schwer, hier zu arbeiten. Keine Sorge, ich habe meinen Beauty Blender natürlich schon angefeuchtet, bevor ich hier angefangen habe. Und jetzt ja nochmal so ein bisschen, aber sehr schwierig. Ganz dramatisch, was hier abging. Also meine Augenbrauen ignoriert das einfach. Schräg. Liches Drama. Guck mal, zum Fixieren. Ich werde auch nur die Seite fixieren, wo ich Primer benutzt habe. Ich nehme dafür das, was ich immer nehme. Ein Fixing Spray zum Verschmelzen und eins zum Setten. Und dann tusche ich die Wimpern und dann quatschen wir nochmal. Zum Thema Setten. Ich sette und fixiere natürlich auch nur die Seite, auf der Primer drauf ist. Da habe ich jetzt ein Fixing Spray drauf, damit es verschmilzt. Und tue nochmal eins drauf, damit es schön hält. Weil auch das ist für mich natürlich ein Unterschied. Klar, kann ich jetzt krass wie Fixing Spray und alles rauf tun und die Foundation hält. Aber ich möchte sehen, wie es ohne ist und wie es mit ist. Also auf die Art, wie ich es immer mache und auf die Art ohne mein ganzes Tamtam. Ich lasse das kurz antrocknen. Dann tuschen wir die Wimpern und dann quatschen wir nochmal. So, ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Ich muss sagen, es ist schon ein bisschen komisch vom Gefühl, hier jetzt alles drauf zu haben. Also so Fixing Spray, Setting Spray, bla, damit alles schön verschmilzt und hält. Und hier halt gar nichts. Also ich bevorzuge halt diese Art von Seite. Trotzdem bin ich sehr gespannt drauf, wie sich die Foundation macht. Also sie hat sich in manchen Bereichen jetzt schon abgeschnitten.
abgelöst, also gerade im Nasenbereich, wobei meine Nase natürlich auch ein Problembereich ist. Ich zeige es euch mal aus der Nähe. Ich hoffe, ihr seht das hier. Seht ihr das? Hier ist meine normale Haut und hier ist so ein kompletter Strich, weil die Foundation sich da schon gelöst hat. Versuchen wir es mal so ein bisschen zu verblenden. Ja, okay, hat gar nichts gebracht, hat nur noch mehr Foundation abgemacht. Oh, seht ihr das? Hier ist so meine komplette Haut und darüber ist Foundation. Aber warten wir mal ab, wie sich das Ganze bis heute Abend entwickelt. Ja, wir sehen uns heute Abend. So, Digis, es ist früh am Abend. Ich habe das Ganze jetzt seit ungefähr 9 Stunden drauf und ich möchte euch jetzt gerne einmal aus der Nähe zeigen, wie es aussieht, und dann werde ich euch sagen, ob ich das Produkt empfehlen kann oder nicht. Ich habe euch jetzt mal ein bisschen rangeholt und habe hier einen Spiegel für mich, um selber zu schauen. Ihr seht, dass die Foundation sich an vielen Stellen abgelöst hat und nur noch teilweise dort ist. Also hier komplett im Schnurrbartbereich, das aber auch da, wo Primer drauf war und da, wo keiner ist. Hier unten ist sie cakey, hier hat sie sich gelöst. Sie hat sich sehr viel im Nasenbereich gelöst. Also hier ist sie wieder, aber auch hier ist sie relativ weit weg. So, ja. Also hier sieht man das, finde ich, ganz doll, dass sie nur noch ganz bisschen punktuell da ist. Hier seht ihr das. Ja, wundert euch nicht, ich lasse meinen Schnurrbart aktuell wachsen, weil ich ihn per IPL entferne. Also ja, doch an einigen Stellen ist sie sehr relativ cakey und sie hat sich halt an vielen Stellen sehr punktuell abgelöst, so wie man das hier sieht, weißt du. Also, ich persönlich muss sagen, ich finde das Konzept und die Idee und den Grundgedanken hammercool, denn ich werde ja auch viel von meinen Followern nach meiner Meinung zu gewissen Sachen gefragt und viele fragen auch, ey, wie finde ich die richtige Foundation? Und da finde ich, ist das eine super Idee. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Also, ich habe es bei 2 anderen YouTubern gesehen, deren Meinung ich vertraue. Einmal Ellie und einmal Maxim, bei denen hat es geklappt. Ich habe es 2-mal extra heute wiederholt. Ich habe es euch gezeigt. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe alles versucht, aber irgendwie lief es bei mir nicht so. Das eine Mal war viel zu dunkel und jetzt war viel oder relativ zu hell. So, und ich denke, Bro, ich bin ja jetzt auch kein Make-up-Anfänger mehr. Manchmal kaufe ich mir auch Foundations, die ein bisschen abweichen von meinem Grundton. Ja, okay, aber da kaufe ich nicht ein Set für 60 Euro und mix mir selber was zusammen vom Ding her, weißt du. Natürlich muss ich sagen, bin ich jetzt mit der Foundation an sich nicht so sehr zufrieden. Also da kenne ich welche aus der Drogerie, die sind viel besser. Sie hat sich an vielen Stellen abgelöst und das schon sehr zeitnah, nachdem ich sie aufgetragen habe. Sei es mit Primer oder ohne Primer, hier sind ganz viele Stellen, wo sie sich gelöst hat einfach. Ihr habt gesehen, die Arbeit damit war super anstrengend, weil sie sehr schnell getrocknet ist und die Arbeit danach mit anderen Puderprodukten. Deswegen von mir persönlich leider keine Empfehlung. Ich freue mich, dass ich es nicht gekauft habe. Schade für die Followerin, die es gekauft hat, aber sie hätte es ja selber nicht benutzt, deswegen hat sie mir das geschenkt und so, hammer korrekt, so konnte ich es testen und ja, schade Marmelade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Erfahrungen mit den Produkten sind, da bin ich sehr neugierig und vielleicht habt ihr das Konzept ja schon ausprobiert und findet das super und so, Meinungen trennen sich ja auch manchmal so. Ich trenne mich jetzt auch von euch, weil ich muss schlafen. In diesem Sinne, Digis, ich würde mich über einen Daumen nach oben bei diesem Video freuen und ich bin sehr gespannt auf eure Erfahrung, auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.